guten Morgen, auf zum Kongress. Guten Morgen! Da kommen noch tatsächlich die beiden hier. Wie heißt ihr? Christa und Jutta. Christa und Jutta aus der Tür schauen uns an und sagen, geht ihr auch zu dem gleichen Event? Das sieht mal uns was an. Wahrscheinlich. Das ist schon mal gut. Wir schwimmen auf derselben Welle. Boah, ist das krass, wie viele Menschen hier sind. Und dennoch ist die Atmosphäre irgendwie sehr, sehr still dafür, dass so viele hier sind. Krass, ne? Wir kennen uns nicht, wir haben uns gerade hier kennengelernt und du bist? Ich bin Barbara Stiller. Barbara, ich habe gerade auf dem Schild gelesen und Barbara, die hat eine ganz besondere Aufgabe hier. Die hat einen Stand mit für Beratung in ganzheitlicher Gesundheit. Total süß, der Angelo. Der hat mich gerade gefragt, ob ich mal hier hinter die Kulissen schauen möchte. Wer möchte nämlich zur Toilette gehen? Das ist doch mal ein Vertrauen, ne? Ich kenne ihn gar nicht. Also heute kennengelernt. Und jetzt darf ich hier auf seinen gesamten Schmuck aufpassen. Ich werde mal ein bisschen stöbern. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Margit Loos. Margit. Margit sorgt dafür, dass all unsere Sachen hier sicher verwahrt werden. An der Garderobe. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass es im Hintergrund sowas gibt, sonst müsste ich mich alles mitschleppen hier beim Kongress. Ich bedanke mich auch vielmals. Ich mache das alles sehr gerne. Es macht mir viel Freude. Schön. Das merkt man. Vielen Dank. Den ganzen Tag auf der Suche nach der Peggy, das ist nämlich die Moderatorin vom Welt im Wandel Kongress. Die habe ich nämlich schon per E-Mail mal kontaktiert und ich habe sie schon im Welt im Wandel TV gesehen. Und jetzt ist sie da. Hi. Übrigens totales reinschauen. Da. Ach hier. Ja. Okay. Genau. Es ist nämlich ein totales Energiebündel. Die huscht hier so rum. Das ist ganz schwer, die zu erwischen. Ich habe sie jetzt erwischt. Ja, auf der Messe gibt es hier ganz, ganz viele Hilfsmittel für Energetisierung, Harmonisierung. Und ich habe ja gerade mit dem Richard gesprochen von Swiss Harmony. Und er hat eine ganz tolle Philosophie. Er sagt, ich empfehle mein Produkt nicht, sondern wir sind einfach nur da, um Lösungen zu schaffen. Und so, ich bin jetzt hier am Musikerinnenstand. Das sind zwei Sängerinnen, die Betty und die Karin. Wir haben heute die Veranstaltung eröffnet und auch mit dem Kunden.